Hallo und guten Morgen, herzlich willkommen hier bei Zapunzels Orakel mit den Tagesenergien für Samstag, den 3. September 2022. Ich habe intuitiv nach dem Deck gegriffen, das sich mit der Heilung des inneren Kinds beschäftigt und frage jetzt mal fröhlich, was möchte dein inneres Kind denn heute erleben oder genießen? Was ist das Thema für den Samstag-Spirit? Dankeschön. Und zwar, mein inneres Kind lebt in Genügsamkeit. Ich muss nicht alles können oder alles wissen. Ich entrümpel meinen Kopf und löse mich von Erinnerungen und Erwartungen. Ich koste den Luxus dieser Leere aus, die ein unvorstellbarer geistiger Reichtum ist. Ich muss weder anders noch besser sein. So wie ich bin, hat Gott mich gewollt und ich bin mit mir im Reinen. Ich genüge mir selbst, damit ich der Welt stark und mutig begegne. Ja, du musst nicht anderen hinterher rennen, um deren Anerkennung zu bekommen. Erkenn dich selber an. Wenn dir was nicht gefällt an dir, dann optimiere und ansonsten nimm an, was da ist, denn das, was da ist, ist gut genug. Welche Energie zeigt sich für den Samstag? Ja, einige haben vielleicht irgendwo so ein paar schwere Momente an diesem Tag. Im Rücken stehen zwei gefüllte Kelche. Diese gefüllten Kelche werden aber nicht wirklich angeschaut oder angesehen. Du hüllst dich da in so eine Trauer, in so eine Traurigkeit. Vielleicht hat dich jemand enttäuscht. Vielleicht hast du auch Angst, jemanden zu verlieren. Vielleicht trauerst du auch einer Liebe hinterher. Vielleicht bist du heute ein bisschen verzweifelt. Mein inneres Kind lebt in Genügsamkeit. Ja, und Genügsamkeit hast du wahrscheinlich länger schon in deinem Leben erfahren dürfen. Aber sieh doch, was du hast. Hier sind zwei gefüllte Kelche in deinem Rücken. Schau sie an und greif zu. Hier hinten ist die Burg. Das zeigt sowieso an, du bist sicher und du brauchst dich nicht zu ängstigen. Alles, was du brauchst, wird dir beschert, wenn du annehmen kannst, dass das Universum eben dir das liefert, was du brauchst. Dann brauchst du auch nicht zu leiden oder irgendetwas zu vermissen. Ich habe auch immer gedacht, das geht nicht, es geht. Was zeigt sich noch am Samstag? Suche nach einem Weg, um dir so viele Glücksmomente wie irgendwie möglich zu erschaffen. Tu Dinge, die dein Herz erfreuen. Ja, und sende was nach außen, setze einen Samen. Mach ein klares Statement. Und die Saat wird aufgehen. Manifestiere. Guter Tag zum Manifestieren heute. Ich lasse es mal so stehen. Es soll ja nur ein kurzer Impuls sein. Lass mal liebe Grüße da. Bedanke mich für euer Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal.